Nicht nur der Verfassungsschutz warnt vor Terroranschläge. Terroranschläge in Deutschland auf unsere Weihnachtsmärkte, meine lieben Freunde. Im Jahr 2023, als ich dieses Bild gesehen habe, einer massiven Metallabsperrung, Zugang zum Frankfurter Weihnachtsmarkt, habe ich mir wieder einmal gedacht, Lars, das kann doch hier nicht mehr Deutschland sein. Zusätzlich hat das Bundeskriminalamt vor 14 Tagen circa die aktuelle Statistik, die Kriminalstatistik für das erste Halbjahr rausgebracht und man kann sich nur noch an den Kopf fassen und sagen, das kann alles nicht wahr sein. Dass ich nochmal von einer Bedrohungslage in meiner Heimat sprechen muss, hätte ich wirklich nicht gedacht. Die Bedrohungslage in Deutschland aktuell, die ist echt krass, meine Lieben. Bevor ich gleich dazu komme, was die Statistik des Bundeskriminalamtes aussagt und was die Frau Faeser auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes gesagt hat, möchte ich euch mal ein, zwei Bilder zeigen, was möglich wäre, wenn die deutsche Politik ihren Aufgaben nachkommen würde. Weihnachtsmarkt in Dubai. Nicht ein Polizist, weil auch überhaupt kein Polizist nötig gewesen wäre. Die Frau Faeser hat auf dieser Herbsttagung des Bundeskriminalamtes Folgendes gesagt. Wer vor Krieg und Armut geflohen ist, wer Stacheldraht überwunden und Schlepperboote überlebt hat, blickt anders auf Gewalt. Wer sich im neuen Umfeld fremd fühlt, sich schlecht verständigen kann, keinen Zugang zum Arbeitsmarkt findet und für sich keine Perspektiven sieht, der läuft schnell Gefahr, auch Gewalttäter zu werden. Jetzt war da natürlich sofort wieder ein Aufschrei da, dass hier eine Entschuldigung stattfindet für Straftaten, die eigentlich nicht stattfinden dürften. Aber meine lieben Freunde, versuchen wir das doch mal zu zerpflücken. Die Frau Faeser hat nämlich mit ihren Aussagen absolut recht. Sie sagt ja in dem ersten Satz, wer vor Krieg und Armut geflohen ist, wer Stacheldraht überwunden hat und Schlepperboote überlebt hat, blickt anders auf Gewalt. Das ist mit Sicherheit richtig. Wenn denn alle Flüchtlinge vor Krieg und Armut geflohen sind wirklich. Im zweiten Satz sagt sie, wer sich im neuen Umfeld fremd fühlt, sich schlecht verständigen kann, keinen Zugang zum Arbeitsmarkt findet und für sich keine Perspektiven sieht, der läuft schneller Gefahr, auch Gewalttäter zu werden. Auch das stimmt meines Erachtens nach zu 100%. Diese Aussage sagt dann aber auch ganz klar, dass die meisten Asylbewerber, die meisten Flüchtlinge eventuell zu Gewalttaten tendieren und Gewalttäter werden könnten. Natürlich glauben wir der Frau Faeser, wir nehmen es ihr mal ab, dass die Asylbewerber vor Krieg und Armut fliehen. So, die fliehen also vor Krieg und gehen dann diesen Weg, wie Frau Faeser ihn beschrieben hat. Und jetzt gucken wir uns mal parallel dazu an, wie viele Erstanträge wir 2023 haben werden, was Asylanträge angeht. 331.000 Erstanträge. Das ist fast eine Verdreifachung zu 2020. 331.000 neue Asylanträge in diesem Jahr. Heißt für mich ganz klar, wir holen uns die Gewalt ins Haus. Das kann man auch anhand der Statistik, der aktuellen Statistik des Bundeskriminalamtes ablesen. Wir haben einen Anstieg um durchschnittlich 17% der Gewaltdelikte zum Beispiel in Deutschland im ersten Halbjahr. Wenn wir das jetzt nochmal unterteilen, ausländische Gewalttäter und Gewalttäter mit deutschem Pass, dann liegen die ausländischen Gewalttäter weit vorne mit einer Erhöhung, einem Anstieg um 23% gegenüber 2022. Das BKA, das Bundeskriminalamt, nennt auch gleich Gründe dafür, warum das so ist, dieser massive Anstieg. Punkt 1 sagen die Mobilität gegenüber 2022. 2022 war die Pandemie am Abklingen, keiner hat sich so richtig noch nicht getraut oder war noch nicht mobil.
Jetzt 2023 ist das ganz anders und deshalb steigt die Gewalt massiv in Deutschland an. Okay, lasse ich mal so hingestellt. Punkt 2 sind die wirtschaftlichen Entwicklungen, also was Inflation, Preise und so weiter angeht, dass dadurch natürlich die Gewalt weiter forciert wird. Die Menschen werden ärmer und ärmer. Und Punkt 3 nennen die als Grund Migration. Dass natürlich das Risiko sehr, sehr hoch ist von Schutzsuchenden, die dann auch nach Deutschland kommen und Gewalt verursachen. Ich habe natürlich auch ein aktuelles Beispiel zur Verfügung. Ihr werdet ja sicherlich selber schon einige Videos gesehen haben, was so los ist auf unseren deutschen Straßen. Der aktuelle Fall, da geht es um einen 25-jährigen Syrer. Ich habe mir das nicht aus den Fingern gesaugt, sondern das ging jetzt durch die Presse, meine Lieben. Ein 25-jähriger Syrer, Asylbewerber, lebt in Berlin in einer Asylunterkunft und ist sicherlich Testosteron gesteuert, so formuliere ich das mal, bricht in eine Wohnung ein und wirkt eine 78-jährige Frau sehr, sehr heftig. Also sie soll nicht gestorben sein, aber er soll sie heftigst gewürgt haben. Er wird festgenommen von der Polizei, zum Glück ist der Frau anscheinend nichts passiert, wird mitgenommen und dann entscheidet die dafür zuständige Staatsanwältin, nein, von dem geht keine Gefahr aus, der kann wieder freigelassen werden. Ihr könnt euch denken, was passiert ist. Am nächsten Tag hat dieser 25-jährige Syrer eine 23-jährige Frau vergewaltigt. Was aber noch viel, viel dramatischer ist, was ich finde, es ist richtig dramatisch, ist die Entwicklung, was Kinder und Jugendliche angeht. Also Straftaten von Kindern und Jugendlichen. Da haben wir auch diesen aktuellen Bericht vom ersten Halbjahr und bei ausländischen Kindern und Jugendlichen haben wir einen Anstieg um 37%. 37% mehr Straftaten von ausländischen Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu 2022. Aber auch Kinder und Jugendliche mit deutschem Pass haben einen Anstieg von 12%, was auch richtig viel ist. Natürlich denken wir jetzt alle, diese Gewaltspirale bei Kindern und Jugendlichen, die muss man noch viel, viel früher eindämmen, viel, viel früher Einfluss nehmen. Dazu passt eine E-Mail, die ich euch gerne mal zeigen möchte. Eine ganz aktuelle E-Mail von einem Bekannten von mir. Das ist übrigens ein sehr positives Beispiel. Ein Ukrainer, der 2022 nach Deutschland gekommen ist und seinen Beruf hier auch ausgeübt hat als Lehrer. Er ist immer noch Lehrer an der Sekundarschule, also er unterrichtet Fünftklässler, Sechstklässler bis hin zu Achtklässlern und hat in dieser E-Mail geschrieben, dass er ja Lehrer ist, um den Kindern etwas zu vermitteln. Aber die Realität hier in Deutschland ist, dass die Aufgabe der Schule, in die ich gekommen bin, darin besteht, einfaches Material zu geben, den Anschein von Unterricht zu erwecken und dafür Sorge zu tragen, dass alles ruhig bleibt. Das hat der mir geschrieben, der junge Mann. Und da muss man einfach sagen, diese Entwicklung muss sofort gestoppt werden, meine lieben Freunde. Danke, dass ihr wieder bei mir wart. Bis zum nächsten Video. Euer Lars.